Teddy. Ja, süß. Ja, du auch. Du bist ja auch süß. Ja, du bist ja auch süß. Die mit ihren kleinen spitzen Zähnchen. Nein, Conny. Wenn ich will das lassen. Lass das Brett da stehen. Zack, die nutzen jede Gelegenheit, ne? Sofort wieder nicht sitzen. Das ist auch süß hier. Die bleibt hier im Haus. Ach ja. Ja? Ja. Die dunkelbraune. Die bleibt hier im Haus. Die heißt jetzt Luna und geht hier direkt über mir. Ach schön. Ja. Super. Zu seinem grauen Papi. Das ist schön. Ja. Hallo Spätzchen. Das ist mein Favorit hier. Favoritin. Teddy. So schön pummelig, ne? Ja. Was klappert denn hier? Ach, ja. Meiner Hose. Nee, an deinem Pulli jetzt erstmal. Pulli. Ja, hallo. Ja. Vielleicht Gucci. Die Gucci möchte jetzt mal eben ein bisschen an deinem Pulli knabbern. Ja, knabber doch mal. Knabber du. Und eine Ruhe, und du möchtest gerne meine Finger auffressen, ne? Es tut mir aber weh, wenn du dann nicht deine spitzen Zähnchen in meinen Finger bohrst. Das finde ich nicht lustig, Buddy. Oh, die sind ja süß. Oh, Oma. Die sind schwach. Das ist das Männchen hier, ne? Das ist die kleine Maus. Ja. Wie heißt der? Ich habe die jetzt für mich so mal kleine Maus genannt. Kleine Maus. Ja. Die kleine Maus. Ich mache das ein bisschen. Ist auch lustig hier mit der weißen Schwanzspitze, ne? Das ist das Kacke. Jetzt meine Hose erstmal wieder auseinander. Der ist aber auch groß, ne? Ja, der Buddy wird mal ganz drahtig. Nein, Conny. So Ärger mit der Bella. Ja. Conny. Oh. Ist doch gut, Conny. Komm, ich finde dich auch mal. Du willst hier auch rein, ne? Du kannst hier nicht rein. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Die will mit dem Baby spielen. Nein, 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 nein. Geh ab. Mit Bella. Darfst du nicht. Oh, was denn hier ist? Pipi. Ja. Ist das ein Spiellappen? Oder? Ja, ja. Ach so. Den habe ich dir eben heute hingelegt, hatte ich da Knoten reingemacht. Das ist so ein oller Lappen von Fuch. Brauche ich nicht mehr. Können sie kaputt machen. Ist mir doch egal. Ne? Fein macht ihr das an meiner Hose. Klasse. Fein, Buddy. Bleib rein, ist egal. Noch 3 Wochen, ne? Ja. 3 Wochen. 3 Wochen. Du bist ja auch süß. Also den Buddy gebe ich schon mit 8 Wochen ab, aber die Lola gebe ich erst mit 9 Wochen ab. Und und dann werde ich mal gucken, dass ich so nach und nach die anderen dann noch abgebe. Hallo. Das kommt so nach und nach. Was ist da passiert? Hat einer gekocht? Man soll ja, wenn man sich einen Hund aussucht, nicht immer auch nach dem Aussehen gehen, sondern wer so zu einem hinkommt, ne? Ja. Aber ich suche mir keinen aus. Aber die sind ja eigentlich der Pflege, die kommen ja wirklich alle sofort. Also das muss man ja echt sagen. Das ist schön. Mhm. Die sind schon gleich sozialisiert. Mhm. Mit großen Hunden, ja. Ne? Richtig. Das ist gut. Mhm.
Die wachsen ja mit allem auf, ne? Mit großen und kleinen Hunden. Egal. Ja. Genau. Mit vielen Menschen, ne? Mhm. Ja, das ist doch gut. Au! Mein Finger. Nack, nack, nack. Ah! Ist kein Kauknochen? Hier. Die Zähne sind klein, aber spitz. Ich sag's dir. Nein, 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 nein. Kleiner Röcker, du. Du Röcker. Die kleine Röcker. Aber nach 8 Wochen bist du auch froh. Immer so. Wenn dann welche weggehen. Wenn du dein Schlafzimmer endlich wieder als Schlafzimmer nutzen kannst. Das ist hier wie bei mir in der Küche, so orange. Bleib da mal stehen. Rüber. Muss man die rüberheben?